Bilder vom letzten Jahr, als die Smart Beach Tour zum ersten Mal in Münster vor dem Schloss Station machte und die Zuschauer auf dem Hindenburgplatz ein großes Beachvolleyball-Event erlebten. Und auch dieses Mal soll, wenn das Wetter mitspielt, ein spannendes und unterhaltsames Top-Turnier geboten werden. Wer letztes Jahr da war, da ist es nicht mal so wetterabhängig. Ich glaube, das Turnier spricht für sich. Es hat eine ganz besondere Atmosphäre, die da rüberkommt. Und wenn man mit Menschen spricht, die dort waren, die eigentlich zufällig am Hindenburgplatz vorbeigingen, die waren sofort begeistert. Es ist eine unheimliche Atmosphäre, die man also kaum vergleichen kann mit Fußball und Ähnlichem. Man wird sofort angesteckt. Eine Begeisterung ist da, Laola, Klatschen, Unterstützung. Und ich hoffe dieses Jahr, nachdem wir letztes Jahr die Generalprobe hatten, dass wir noch mehr Zuschauer bekommen. Wir haben die Tribünenplätze ja um 500 Plätze erweitert. Wir haben den Supercup, wir haben ein Topfeld. 2010 holten sie bei den Damen den dritten Platz. Und auch dieses Mal wollen Rieke Brink-Abeler und Angelina Grün vom USC Münster wieder ganz vorne angreifen. Beide Lokalmatadorinnen freuen sich auf den Supercup am letzten Maiwochenende. Ich tue normalerweise durch die ganze Welt und spiele überall anders als in Deutschland. Und jetzt mal in Münster, in meiner fast Heimatstadt, ich komme eigentlich aus dem Seppen, zu spielen, ist ein Traum. Letztes Jahr ist er zum ersten Mal wahr geworden, dieses Jahr ist es sogar ein Supercup draus geworden. Meine ganze Familie, meine Freunde, die können mich endlich mal spielen sehen, weil sonst ist das immer ein bisschen schwierig, da Beachvolleyball ja auch wenig im Fernsehen gezeigt wird. Ich hoffe, das ändert sich nochmal. Und von daher ist das einfach ein emotionales Highlight zumindest. Die Saison in Deutschland geht damit los und viele Freunde und Verwandte haben sich angekündigt, die uns halt bei dem Turnier unterstützen werden. Gleichzeitig letztes Jahr hatten wir auch schon mal das Vergnügen, hier spielen zu können, haben wir gemerkt, wir haben hier sehr, sehr viele Fans und ja, wir hoffen, dass wir allen ein schönes Wochenende bereiten können. Auch ihr männlicher Kollege vom TC Münster-Gievenbeck, Jan Romund, ist mit seinem USC-Partner Dennis Bergen dieses Jahr am Start und bereits heiß auf den Saisonauftakt. Jan Romund weiß aber auch, dass es schwer werden dürfte, ganz vorne mitzuspielen, denn das Teilnehmerfeld ist dieses Jahr besonders stark besetzt. Toll ist es natürlich für uns, weil es ein Heimspiel ist und alles andere natürlich immer sehr viel mit Fahrerei und das ganze Wochenende unterwegs und so damit zu tun hat. Es ist allerdings auch von der Qualität her sehr hoch, weil im Moment kein internationales Turnier parallel ist an diesem Wochenende. Dadurch sind alle Nationalteams da. Zusätzlich sind noch zwei ausländische Teams da, ein kanadisches und ein griechisches Duo. Und gut, über die weiß man jetzt noch nicht so viel, aber die sind immerhin auch in den Top 50 der Welt. Das heißt, sie werden nicht ganz schlecht sein. Dann muss man halt gucken, wie man da dagegen halten kann. Die deutschen Weltklassespieler Jonas Reckermann und Julius Brink dürften bei den Männern mit zu den Favoriten zählen und das Team aus Münster muss erstmal durch die Qualifikation. Ja, ich denke, wir haben im Prinzip als einziges Münsteraner Männerteam im Feld, haben wir ja die Pflicht, uns zu qualifizieren, damit wir im Hauptfeld auch ein bisschen Münsteraner Flair eben mit reinbringen. Bei den Damen, da wollen Brink, Abeler und Grün trotz harter Konkurrenz auch in diesem Jahr möglichst wieder das Siegertreppchen erreichen. Wir haben schon gesagt oder rumgewitzelt, dass es eigentlich besser besetzt ist als die deutsche Meisterschaft, weil wir internationale Konkurrenz dabei ist. Brasilianer in der Quali, aber die Spanier im Hauptfeld sind ein sehr gutes Team. Wir sind an 4 oder an 5 gesetzt, ich weiß es nicht. Ist das für uns jetzt nicht, sind wir jetzt hier nicht die Favoriten, aber wir wollen uns behaupten und ein gutes Turnier spielen und je mehr Spiele, desto besser. Und wenn dann nachher ein Treppchenplatz bei rumspringt, ist das natürlich toll. Ganz oben stehen will ich immer, aber müssen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, auch mir gegen den dritten Platz hätte ich natürlich nichts einzuwenden, beziehungsweise ich visiere mit Rieke generell gerne mal auch einen Turniersieg an. Das wäre natürlich immer schön, aber bei dem Teilnehmerfeld kann man natürlich nicht sagen, das machen wir mal eben so mit links. Es wird auf jeden Fall ein schönes Turnier werden, eine Herausforderung vom ersten Spiel an, weil selbst die Quali auch sehr gut besetzt ist. Von daher wird es im ersten Spiel gleich schon losgehen und wir dürfen uns da keine Blöße geben. Ja, und dennoch bin ich da sehr zuversichtlich. Wir haben im Winter sehr, sehr viel an uns gearbeitet und ja, ich hoffe, das können wir umsetzen und dann wird auch dementsprechend das Ergebnis gut aussehen.